Annie van Dalen, Angst und Eigentum. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wem gehört die Welt? Gehört sie den Nationen? Gehört sie den Konzernen oder einzelnen Personen? Also mir gehört sie nicht, auch keinen, den ich kenn. Wobei ich wirklich jedem so viel Welt wie möglich gönn. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Der Himmel gehört uns allen, aber da sind wir so selten. Die Luft ist auch noch nicht privat, aber darf man überall zelten? Natürlich nicht, denn Grund und Boden sind extrem begehrt. Und klar, dass etwas Wertvolles auch irgendwem gehört. Für Wasser muss man zahlen und auch für Energie. Staub ist immer noch umsonst, für Regen zahlt man nie. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wohnraum kostet jede Menge und auch der Staat ist teuer. Der Staat ist so groß, ist er ein Ungeheuer. Wir ackern und wir füttern ihn, doch seine Schulden steigen. Der Staat soll mir mal bitte seine Gläubiger zeigen. Denn das müssen reiche Leute sein, die sieht man aber nie. Ich würde das zu gerne, denn ich arbeite dafür sie. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wem gehören die Wälder, die Flüsse und die Seen? Wem gehören die Ozeane und wem gehört das Gehen? Hör auf, so doof zu fragen und zähl dein letztes Geld. Du weißt, den Reichen und den Mächtigen gehört die Welt. Doch du hast deinen Mut, du hast dein heißes Herz, du hast deine Wut und du hast deinen Schmerz. Das ist das, was dir gehört, also bitte mach was draus. Denn egal, wem die Welt gehört, auch wir sind hier zu Haus. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt?